Ja, ich erlebe in meiner Hundeschule für mich immer noch gefühlt zu oft Welpenbesitzer, die sich nicht trauen, ihre Welpen auch dann wirklich mal komplett ohne Leine mit sich laufen lassen, halt eben außerhalb vom eigenen Grundstück und aus dem Garten raus und so. Und ja, weil ich denke, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, nehme ich dich jetzt einfach mal mit auf einen Spaziergang mit meiner Hanna und werde dir dabei dann eben das so erklären, wie ich meine, und versuche dir Ängste zu nehmen. Geht gleich los. Ja, herzlich willkommen im Wald bei unserem Spaziergang. wie ich eingangs gesagt habe, ich erlebe das halt täglich, dass innerhalb von ganz kurzer Zeit, wenn die Welpenbesitzer ihren Hund eigentlich erst seit meinetwegen einer Woche oder zwei Wochen haben und vielleicht auch durch ihre Umstände gezwungen sind, den Hund öfters an der Leine zu haben, wie ich jetzt vielleicht, weil mir ist schon bewusst, dass ich das jetzt schon verdammt gut habe, weil ich kann halt einfach losgehen und ich treffe, wenn ich nicht will, niemanden. Und diesen Luxus haben nicht alle Hundebesitzer, das weiß ich auch. Aber was ich auch oft eben dann eben auch spüre bei den Leuten, dass die auch ihrem Welpen nicht trauen, dass die halt meinen, dass der dann sofort abhaut, sobald er da keine Leine dran hat. Und diese Angst, die steht einem wirklich im Weg. Und aus solchen Hunden, die so groß werden, die kein Vertrauen von ihrem Besitzer spüren, da kann eigentlich später auch kein Hund werden, der jetzt sagt, ja klar, wenn du da längst gehst, gehe ich da auch mit. Sondern diese Angst wird immer mächtiger, je mehr der Hund halt eben auch will. Und wenn der Welpe das jetzt nicht lernt, dass man einfach selbstständig und also eigentlich freiwillig folgt im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird es schwer, das dem erwachsenen Hund beizubringen. Das Einzige, was man dazu braucht, das ist eigentlich, dass man sich eine stille Ecke sucht. Weil mir ist es selber sogar recht, wenn ich jetzt niemanden treffe. Weil der Welpe wird davon vielleicht sogar wirklich einen Knacks fürs Leben weghaben. Stell dir vor, du triffst jetzt einen asozialen Hund, der sich jetzt auf den Welpen stürzt. Oder Leute, die ständig auf ihn einprasseln, die den vielleicht immer anfassen wollen, die ihn locken und solche Geschichten. Wenn der Welpe das jetzt, sagen wir mal wirklich, das ist eigentlich schon gelaufen, wenn er das einen Monat lang nicht erfährt, wenn er halt nicht meint, an der Leine geführt zu werden, auf dem Spaziergang, das, was das Schönste sein sollte zwischen mir und meinem Hund, das Ding ist eigentlich nur dazu da, dass man andere Leute trifft, dann ist das auch rum. Dann hast du eigentlich das meiste schon geschafft, weil dann hast du einen Monat halt auch gehabt, wo du mit deinem Hund diese viel beschworene und versucht nachzumachen eine Bindung, die hat er dann schon. Und da braucht man dann nicht für da irgendwie arbeiten oder so, sondern das ist für den Welpen selbstverständlich. Wenn ich Hanna zugucke, normal habe ich ja dann auch Ria mit dabei. Die Hanna folgt nicht mir, sondern die folgt der Mutter. Und die Mutter schaut sich aber auch nicht die ganze Zeit um nach dem Welpen. Die sagt sich wirklich, wenn ich jetzt hier jagen gehen will und du kleiner Furz kommst nicht hinterher, dann wartest du da, ich komme schon wieder. Die schaut sich kein einziges Mal um. Die lockt den auch nicht mit oder so, sondern sie geht und der Welpe folgt wie selbstverständlich. So, und das ist, mein Gut, das war sowieso, da brauchte ich jetzt keine Bücher für lesen. Das habe ich auch schon immer so gemacht mit meinen Welpen. Aber so gehört das eben auch, ne? Das Natürliche, das sollte man eigentlich viel mehr noch mit auf seinem Zettel drauf haben. Weil später dann wird immer gesagt, du sollst Bindung herstellen dadurch, dass du ihn sein Futter über Apportspiele dann eben erarbeiten lässt. Ja, was für eine tolle Bindung ist das denn? Ne? Das muss ja so sein, dass der Welpe gerne mit mir geht und nicht mit allen möglichen anderen. Ne? So, gemacht wird das ganz einfach. Suchst dir, wie gesagt, eine stille Ecke. Du hast deinen Welpen, du hast vielleicht ein bisschen Futter. Eine Leine habe ich auch mit, die ist im Schapp. Aber die brauche ich nicht am Anfang, sondern ich laufe jetzt halt erstmal mit dem Welpen. Ich versuche dann auch, dass ich mich mal verstecke für den Welpen, dass er auch mal das Gefühl hat, dass er, wenn er nicht auf mich achtet, auch mal alleine da steht und einfach aus dem Grund besser auf mich schaut.
Und das ist, was er nie vergessen wird, das wird er immer machen. Ne? Und also wenn ich das jetzt mache, dann kannst du dich mit einem anderen Hund, der halt kein Jagdhund ist, der später in seinem Job ja durchaus auch mal 5 Hektar Dickung in einem Wald alleine ohne mich abjagt, also wirklich selbstständig richtig weit von mir weggeht und da voll wilde Sau macht, wenn dieser Welpe jetzt dich abhaut, dann dein Welpe haut dir nicht ab. Das ist nicht, das machen die nicht. Ne? Ist denen überhaupt nicht gegeben. So, und jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Strecke und werde sicherlich zwischendurch dann auch noch mal wieder ein bisschen was erzählen, weil ich denke, durchs Zeigen wird es dann vielleicht auch klarer. Ne? Gut, gehen wir mal. So, jetzt ist sie da außerhalb vom Weg, da irgendwo da und schnuffelt da rum. Soll ich jetzt deswegen gleich rufen? Sehe ich nicht so. Ich gehe jetzt, das wird sie merken und sie kommt mir hinterher. Gut. Wenn sie mir dann zwischendurch mal selber Aufmerksamkeit gibt, wenn sie halt jetzt mal zu mir guckt oder irgendwie sowas, dann wäre ich sofort bereit, dass ich ihr auch was dafür gebe. Aber jetzt ganz wichtig, dieser Welpe ist jetzt nicht mit seinen Gedanken dabei, dass er sich bereit macht für das Abhauen oder irgendwie sowas, sondern sie hört mich, sie hört ja meine Schritte, jetzt rede ich sogar noch, was ich jetzt sonst vielleicht nicht tun würde. Die weiß, wo ich bin, die braucht mich nicht den ganzen Tag angucken. Ne? So, entscheidend ist eigentlich, dass sie darauf reagiert, wenn ich meine Richtung ändere, weil das halt wichtig ist zu beachten. Ne? Man will nicht den Anschluss verlieren zu seinem Rudel. Ich bin ja jetzt nochmal ihre Ersatzmama, wenn Ria zu Hause bleiben muss. So, jetzt biege ich gleich einfach mal nach links ab. Das hätte ich jetzt gar nicht machen müssen, aber was du jetzt siehst, sie trägt jetzt hier ein Stöckchen rum und ich mag das, es ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber ich mag das gerne, dass der Hund voller Vertrauen mit Sachen, die er gefunden hat, die ihm jetzt wichtig sind, sonst würde sie das ja nicht rumtragen, dass er die auch mit mir teilen möchte. Und deswegen greife ich ihr das nicht weg, sondern ich tausche. Das ist, was ich immer mache mit dem Welpen. Ne? Und hast gesehen, man braucht nicht die ganze Zeit rufen, weil die meisten, die würden das jetzt anders machen. Die würden jetzt sagen, Mist, ich will das jetzt nur andeuten. Ja, komm mal her, ja komm, hier kommst du, ja komm. Jetzt kommt die sogar, ne? Aber weiß bestimmt, was ich meine. Das geht dann nachher so, weil sie weiß ja, dass ich dann auch was habe. Dass die versuchen immer die ganze Zeit, ihren Hund zu rufen. Gehen dabei dann aber auch weiter und sogar dem Welpen hinterher, weil die Menschen eben Angst haben, dass der Welpe wegläuft. Der Welpe sagt nur, prima, kann hinlaufen, wo ich will. Die kommen mir hinterher. Ne? Und das ist einfach bloß, ja, verdreht, sag ich mal. Und das, wenn man sein lässt, dann ist das ganz locker, es ist völlig locker. Was soll ich mir jetzt hier für Gedanken machen? Was soll hier passieren? Soll mir ein Klavier auf den Kopf fallen? Oder kommt hier jetzt ein Grizzlybär an? Oder andere Hunde? Meine Güte, der Welpe ist jetzt keine 5 Meter weg von mir. Wenn ich sehe, dass da jetzt jemand käme, würde ich den Welpen halt wirklich dadurch, dass ich jetzt weglaufe in die andere Richtung, wieder zu mir herziehen, also ranziehen durch meine Bewegung, hätte da vielleicht eine Leine dran gemacht. Und dann würden wir schauen, dass wir die Situation da zusammen überstehen. Aber es ist nichts, weswegen ich nervös werden müsste. Gar nichts. Ja, viel Verwirrung besteht auch bei dem Thema, wie lange dann jetzt so ein Spaziergang mit dem Welpen sein sollte. Da liest man im Internet auch alles Mögliche. Also irgendwie abhängig vom Lebensmonat und sonst wie was. Also ich würde da schon eher schauen, was ich für eine Rasse zu Hause habe, weil ein Husky kriegst du sicherlich nicht befriedigt, auch wenn der jetzt 4 Monate vielleicht erst alt sein sollte, wenn du mit dem eine Viertelstunde draußen bist, weil das reicht ihm nicht. Was ich dann den Leuten immer sage, ist, dass sie schauen sollen, dass es nicht darum geht, jetzt Strecke miteinander zu verbringen, also wirklich über nur die Kilometerzahl da im Kopf zu haben oder so, oder reine Laufzeit sozusagen, sondern einfach, dass man qualitativ eine gute Zeit miteinander verbringt, das ist viel wichtiger. Wenn der Welpe mir dann, weil ich mich jetzt vielleicht hier auch irgendwo hinhocke oder so, dann neben mir im Gras, im Wald einschläft, ja warum denn nicht, kann er ja, ne? Deswegen muss ich nicht vorher nach Hause und nach dem Motto, oh Mist, ey, 20 Minuten sind gleich um. Ich hatte mal eine Kundschaft, das war fast schon lustig,
Nein, das war lustig, weil der hat gesagt, in einem Monat werde ich das dann schaffen, mal bis zum Wald zu kommen, weil die ist jetzt immer, hat immer hart auf die Uhr geguckt und musste dann kurz vorm Wald dann umdrehen, weil ist noch nicht so weit, so ungefähr. Ne? Ist doch Quatsch. Nee, brauchst du nicht, weil wenn du da hingehst, dann gehst du da hin und dann passt das schon. Oder fährst halt mit dem Auto so hin, dass du halt in Schlagdistanz bist. Ne? Aber da siehst du mal, wie viel ja, Unsicherheit jetzt auch dabei ist bei dem Thema. Ne? Mach das, wo du jetzt siehst, was den Welpen nicht überlastet und tu das, was für euch beiden gut ist. Ne? Husky braucht mehr Bewegung, jetzt als das Beispiel, Husky braucht mehr Bewegung als eine englische Bulldogge zum Beispiel. Ja, Thema Leine. Mir ist der Welpe jetzt noch viel zu klein, dass der jetzt da die ganze Zeit auf dem Spaziergang, die ganze Zeit an der Leine ist. Weil die meisten Leinen, die man so kaufen kann, die sind dann auch für den Welpen also auch elendig zu kurz, weil der da ständig dann auch an die Grenzen rankommt. Und ja, deswegen habe ich so ein Ding, das ist sowas, wie lang ist das? Ich glaube 3 Meter, sowas. Da ist auch nichts weiter dran, außer Karabiner, dass ich das Ding festmachen kann an der Halsung. Und ich versuche, dass ich das, was ich jetzt gerade mit der Hanna ja ohne Leine gehabt habe, dass sie halt bereitwillig mit mir geht und meine Bewegung mitmacht, das versuche ich jetzt auch eben, wenn ich sie an der Leine habe. Ich habe halt immer ein bisschen Futter mit dabei und so. Und ich habe sie nicht zu lange am Stück an der Leine, weil das hält ein Welpe noch nicht durch. Versuch du mal mit einem 2-jährigen Kind, was gerade mal halbwegs vernünftig laufen kann, durch einen Spielzeugladen zu kommen, ohne dass er meinetwegen weg von der Hand will. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das geht nicht. Es gibt so viel zu entdecken und so viel zu sehen. Das kann ich nur eine relativ beschränkte Zeit machen. Und ich setze mich damit auch selber nicht so unter Druck, weil das muss mir jetzt nicht klappen, meinetwegen eine halbe Stunde lang oder so, sondern wenn ich sehe, Welpe ist jetzt schon so ein bisschen ja, ausgelaufen halt auch und hat gar nicht mehr so viel jetzt Wumms nach vorne oder wie auch immer, dann sage ich ihr mal, dass sie jetzt mal kurz herkommt, dann mache ich ihr vielleicht auch mal die Leine dran. Und so mache ich das. Vielleicht dann insgesamt Zeit an der Leine, an einem Stück, am Anfang wirklich erst nur eine Minute. Das reicht erstmal. Wenn ich jetzt merke, Hund hat damit kein Problem, dann wären es 2 Minuten, dann wären es 3 Minuten. Dann mache ich ein bisschen was mit ihr. Und so haben wir beiden überhaupt gar keinen Stress miteinander. Und es kommt gar nicht erst dazu, dass der Welpe die Leine eben so kennenlernt, dass die Leine etwas ist, was ihn von allem, was Spaß bringt, abhält. Sondern einfach nur etwas, was mal an ihm dran ist. Ist nichts Schlechtes, nichts Gutes. Eher was Gutes, weil ich dann eben mit ihr auch was mache und sie auch meinetwegen Futter dafür bekommt. Aber Verknüpfung auf jeden Fall nicht, das Scheißding nervt, sondern eher, ja, ist ganz okay, kann ich gut mit leben. Ja, so, jetzt waren wir ja ein ganzes Stück ohne Leine unterwegs. Jetzt kommt wieder ein kleiner Teil des Weges mit der Leine dran. Ich habe es jetzt noch nicht mal, dass sie jetzt Sitz machen oder sonst wie was. Mir ist jetzt halt nur wichtig, dass sie nicht jetzt einfach so abhaut oder so. Dafür habe ich gerne beide Hände dran, so hier so im Schulterbereich, weil falls sie weg wollte, könnte ich das einfach so verhindern. Und warte ab, bis sie mal locker ist. Vielleicht kann ich auch dann mal eben sie da zum Sitzen bringen. So, und dann gehe ich einfach los. Komm, komm. Lass die Leine ganz lang. Wenn sie da ans Ende kommt, bleibe ich vielleicht auch mal stehen. Oder ich drehe tatsächlich wirklich einfach um. Wenn sie einfach schnuffelt, dann gebe ich vielleicht nur so einen kleinen so Ding, Ding, Ding an der Leine, dass sie merkt, ich will nicht stehen bleiben als Signal so. Aber ich gehe ihr nicht hinterher. Also wenn sie jetzt meint, an der Leine dann sich vorne rein zu stressen, drehe ich beim Welpen gerne um. Nur das Stehenbleiben an sich bringt nicht viel, weil der Hund dann nicht kapiert, dass er nach mir schauen muss. Weil sonst macht er was, er zieht nach vorne und ich bleib dann stehen. Das macht jetzt keinen Sinn, weil eigentlich wollte ich ja nicht stehen bleiben. Ne? Und da sind Hunde schon ziemlich eindeutig. So. Ja, jetzt, wie lange waren wir jetzt unterwegs? Von der Strecke her war das jetzt kein Kilometer, eher nur die Hälfte. Von der Zeit her hat das Ganze aber mehr als eine halbe Stunde gedauert und es ist trotzdem kein Stress aufgekommen. Wir hatten da einfach zusammen eine schöne Zeit. Wenn das bei dir so sein sollte, dass du nicht
diesen Luxus hast, einfach irgendwo hinzufahren und so. Du musst schon ein bisschen schauen, wo du das machen kannst, weil das ist so entscheidend, dass die ersten Sachen, die man mit dem Welpen zusammen macht, was auch die Leine, was die Leine betrifft oder dieses bereitwillige Folgen, dieses selbstverständliche Folgen, das ist elementar wichtig für das weitere Zusammenleben mit deinem Hund. Und führ den nicht einfach nur stumpf an der Leine einmal am Block, dass alle Nachbarn wissen, dass du einen neuen Hund hast oder so und dass alle dann irgendwie einwirken auf dich und auf deinen Hund. Das ist einfach blöd, das fühlt sich nicht gut an. Wenn du das irgendwie machen kannst, ganz ein gut gemeinter Rat, dass du das so tust. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen. Wünsche dir viel Spaß mit deinem Welpen und wir werden uns wiedersehen in einem meiner nächsten Videos. Geht ja immer weiter, ne? Alles Gute, deine Steffi.